In diesem Video zeigen wir Ihnen, wie Sie in Projekten zur Gesundheitsförderung die Selbstwirksamkeit bei Kindern konkret anhand der vier Faktoren fördern können. Für Kinder sind Erfolgserlebnisse besonders wichtig, damit sie ihre Selbstwirksamkeit stärken können. Dafür ist ein anregendes Umfeld hilfreich, welches alters- und entwicklungsgerechte Aufgaben bereithält. Kinder benötigen Zeit und Freiraum, um neue Herausforderungen zu meistern. Erwachsene und andere Kinder können ihnen dabei helfen. Dabei gilt, so viel wie nötig und so wenig wie möglich helfen. Die Kinder sollen aber das Gefühl haben, die Herausforderung selbst zu bewältigen. Auch soziale Situationen wie das Spielen mit anderen Kindern sind wichtig. In Konfliktsituationen sollen Kinder ihre Meinung äußern dürfen. Sie sollen mitentscheiden können und selbst nach Lösungen suchen. In der Schule hilft eine große Methodenvielfalt, damit alle Kinder Lernerfolge erfahren können. Die stellvertretende Erfahrung kann bei Kindern zum Beispiel durch gemeinsames Spielen oder Gruppenarbeiten gefördert werden. Kinder lernen durch Beobachten und Nachahmen. Sehen Kinder Gleichaltrige eine Aufgabe lösen, sind sie ermutigt, es auch zu versuchen. Bezugspersonen sollen die Kinder ermutigen, etwas selbst auszuprobieren und sie spüren lassen, dass sie ihnen die Aufgabe zutrauen. Zudem ist es wichtig, Kinder für ihre Anstrengung zu loben. Kinder lernen, ihre unterschiedlichen Gefühle und körperlichen Empfindungen wahrzunehmen. Erwachsene können ihnen dabei helfen, indem sie mit ihnen darüber sprechen. Kinder sollen zudem Wege kennenlernen, wie sie auf ihre Gefühle und körperlichen Reaktionen reagieren können. So schaffen sie es immer mehr, sich in eine positive Stimmung zu bringen, welche die Selbstwirksamkeit fördert. Die Selbstwirksamkeit sollte in Projekten gezielt gefördert werden. Die vier Faktoren zur Stärkung der Selbstwirksamkeit bieten hilfreiche Ansatzpunkte für die Planung und Evaluation von Projekten. Mehr Informationen zur Selbstwirksamkeit sowie Projektbeispiele finden Sie auf unserer Homepage.